Ines Timmer. So. So, ja. Künstler fragen Künstler. Ines, die erste Frage: Welcher Gedanke ging dir heute Morgen durch den Kopf, als der Kaffee oder der Tee im Bauch war? Also der erste Gedanke war, das war eine sehr schlechte Nacht. Ich habe sehr schlecht geschlafen. Aber das ist wegen des Schmerzen in meiner Schulter. Und unterschwellig ist er natürlich auch. Ich werde ganz oft wach, Peter, und denke, was war noch mal? Oh ja, Corona. So, dass man so unterschwellig ein ungutes Gefühl hat. Und es ist genau, wenn was Schlimmes passiert ist im Leben, zum Beispiel eine Beziehung in die Brüche gegangen ist, dann also die ersten Momente, dass du dann so wach wirst, dann bist du kurz noch gedanklich nirgendwo und dann trifft diese erste Gedanke ein, ach Scheiße, meine Beziehung ist zu Ende, oder ach Scheiße, wir haben Corona-Krise, so. Ja. Und was macht die Krise im Augenblick mit dir? Es wechselt von Tag zu Tag. Ich habe gute Tage und schlechte Tage. Gute Tage, schlechte Tage. Es gibt Tage, dass ich denke, komm, Arschbacken zusammen und durch. Und ich versuche auch meine Kollegen und meine Umgebung immer wieder Mut zu machen. Aber es gibt auch Tage, dass ich denke, ja, ich könnte eigentlich auch liegen bleiben. Ja, kein Mensch will was von mir. Ich muss ja nichts. Ist alles, ja. Es gibt Tage, da bin ich sehr orientierungslos und denke ich, wo ist mein Kompass? Und es gibt auch Tage, dann habe ich doch irgendwelche Beschäftigungen. Ich bin dabei, eine neue Comedy auf die Beine zu stellen mit einem Kollegen und Regisseur. Und dann, ja, dann das sind dann so kleine Lichtblicke. Ja, Und genau so. das ist schon die nächste Frage. Woran arbeitest du dann gerade? An einer Comedy. Und nebenbei bin ich im Dezember, also ich habe 8 laufende Produktionen. Ne? Das sind, ich habe ein Autobio-Solo, 5 Minuten vor Anfang, also auf Holländisch. Dann spiele ich Mademoiselle Chanel. Ich mache Avondje Ines, also einen Abend mit Ines. Das ist so eine Mischung aus Kabarett. Dann spiele ich also Kabarett und Musik. Wir waren ganz intensiv und heftig in der Vorbereitung für eine Vorstellung über Ilse Weber, Holocaust Hollywood, die Kinder von Ilse Weber. Und also das sind die laufende Produktion und es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Im Dezember hat man mich gefragt, ob ich oder man hat mich gefragt, ob ich im Dezember einen Abend machen könnte mit Geschichten und Musik. Und dann habe ich als Thema Freiheit, weil wir ja zurzeit so unfrei sind. Und was ist eigentlich Freiheit? Freiheit ist auch eine Art Segelschiff. Ne? Und aus einer bestimmten Perspektive versuche ich dann so eine Einführung zu geben an, was ist eigentlich Freiheit? Und habe wunderschöne passende Lieder dazu gefunden. Und ich schreibe auch mehr. Also ich habe wieder angefangen, Texte und Gedichte zu schreiben. Und ansonsten habe ich hier in Friesland, in Holland, einen Garten und wir füttern die Vögel und ja, beschäftigen mich da ein bisschen mit. Ja, ich muss jetzt heute noch Rasen mähen zum Beispiel. Und hat sich dein künstlerisches Arbeiten jetzt in dieser Zeit verändert? Ja, total. Ich hatte 11. März war mein letzter Auftritt und danach ist einfach alles zusammengebrochen, wie bei jedem und allen. Ich habe jetzt gerade eine neue Tin Whistle habe ich mir gekauft und da bin ich dann so ein bisschen so. Da beschäftige ich mich mit und ich habe oben noch ein Klavier und ja, ein Freund von mir, der ist ein Multi-Instrumentalist und der war knapp vor der Krise ausgebrochen ist, weil hat er eine neue Band oder er wurde gefragt, eine neue Band zu spielen und dann muss er viel Geige spielen. Und sagt, ja, und jetzt übe ich jeden Tag eine Stunde Geige und habe Spaß daran und ich versuche mich auch immer ein bisschen zu überlegen, dass ich mich später, wenn alles wieder normal ist, nicht vorwerfen möchte, warum hast du es damals nicht gemacht, als du so viel Zeit hattest? Weil wir haben ja jetzt viel Zeit, wir haben Ja. wahnsinnig viel Zeit. Und Und ja. was bedeutet für dich, zu Hause zu arbeiten?
Das bin ich gewöhnt, weil ich arbeite immer von zu Hause aus. Und dann, wenn ich Auftritte habe, packe ich mein Bühnenbild im Auto und meine Technik, fahre dorthin, spiele, packe alles wieder im Auto, fahre nach Hause und packe es hier zu Hause wieder im Flur wieder aus und so. Also ich bin es gewöhnt, viel zu Hause zu sein, zu proben, zu studieren, zu schreiben und bedenken. Und ja, also da ist kein Unterschied. Ich bin sowieso nicht. Also meine letzte Großproduktion war, oh, muss ich nachdenken. Oh ja, so, das waren die Sommerfestspiele in Wunsiedel. Genau, das war, glaube ich, das letzte Große. Da habe ich die Schlange gespielt in Dschungelbuch und Mrs. Higgins in My Fair Lady. Die Luisenburg-Bühne, glaube ich. Ich weiß Okay. Und was fehlt dir jetzt besonders? Das Geld, Okay. die Kohle, Okay. das natürlich. Und es ist so, viele Kollegen, ich auch, viele Musical-Darsteller identifizieren sich sehr stark über ihren Beruf. Und wenn Musical-Darsteller sich begegnen bei irgendeiner Audition oder so, das Erste, was man fragt, wie geht's dir? Die zweite Frage ist immer, was machst du jetzt? Wenn du nicht in einer Produktion bist, bist du niemand. Aber da habe ich mich in der Vergangenheit schon mal mit auseinandergesetzt, was passiert, wenn ich zum Beispiel nicht mehr singen könnte? Oh, das muss ich abklopfen. So. Wenn ich nicht mehr auftreten könnte oder was auch immer, was bleibt dann von mir übrig? Und das ist eine Suche. Das ist ganz, ja, das ist ganz wichtig, dass man das auch mal macht. Und das ist natürlich, das nagt an das Selbstvertrauen. Ich habe vor einem Monat noch auf einer Beerdigung gesungen und es war herzzerreißend, es war ganz schlimm. Aber es hat auch wieder so mich wieder in die Position gesetzt, oh ja, das ist, was ich mache, das ist meine Arbeit, das ist mein Beruf. Weil ich bin natürlich jetzt auch nicht mehr die Jüngste und wenn man ein bisschen älter, gut, älter wird, dann ja, ich weiß es nicht, es ist ganz merkwürdig, dass man einfach vergisst, wer man mal war, wenn man 2 Monate gar nicht gearbeitet hat. Das geht ganz schnell. Ja. Ja. Was wird sich verändert haben, wenn die Krise vorbei ist? Da hat natürlich jeder eine andere oder eine bestimmte Hoffnung, dadurch, dass wir jetzt alle lernen müssen, mit weniger auszukommen, mit weniger Freiheit auszukommen, dass da so eine Art Atlantis entsteht, so eine Art ideale Welt, heile Welt. Das würde ich mich sehr wünschen, aber ich denke, dass die Tendenz, die sich in den letzten Jahrzehnten oder vielleicht schon viel länger eingesetzt hat, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer, ich glaube, dass diese Tendenz sich verstärkt fortsetzen will. Und das klingt sehr pessimistisch, aber man sieht es jetzt auch schon in der Praxis, dass die große Firmen, so wie Amazon und hier in Holland dann Bol.com, dass die sehr viel verdienen an dieser Krise und dass ganz viele wunderschöne kleine Läden alle untergehen, schöne kleine Kneipen untergehen. Und es hängt wirklich davon ab, wie lange das noch dauert, aber ich fürchte, dass wir noch lange nicht das Ende dieser Krise in Sicht haben. Ich fürchte, dass die ganze kulturelle Landschaft und gastronomische Landschaft und kleine selbstständige Landschaft auch in Retail, wie heißt das, in Läden und so, viel kahler, ist es überhaupt ein deutsches Wort? Und leerer sein wird als vorher. Und ja, ich glaube, dass da richtig viel umfallen wird, umkippen wird. Und das macht mich sehr, sehr traurig. Und ansonsten hoffe ich natürlich auch, dass Menschen lernen. Man kann auch wunderbar im eigenen Land in Urlaub fahren. Man muss nicht immer nach Boki-Woki oder Bali oder Thailand, weil eine
Ursache dieser riesigen Pandemie ist natürlich auch, dass wir überall mal hinreisen. Wir reisen überall hin und wir schleppen uns also auf, ja, auch Pflanzen ein, die hier nicht ansässig sind und die andere Pflanzen ersticken und Muscheln und Fische und hast du nicht gesehen. Es ist natürlich schön, dass man die Freiheit hat, aber ja, es hat auch viel, die Globalisierung hat viele Nachteile und Gefahren. Damit ist das so ein kleiner Bogen zu der Produktion, die du gerade anfängst, Freiheit für den Dezember. Ja. Okay. Ja, wir sind mit den 7 Fragen schon durch. Das geht ganz leicht und ganz schnell. Herzlichen Dank, Ines. Sehr gerne. Ganz, ganz, ganz vielen Dank. Und eine Sache sagen darf, bitte, liebe Leute, behalt einen klaren Kopf und lasst euch nicht mitziehen in irgendwelche abstruse Verschwörungstheorien, weil wir sind in ein Gewässer, wofür es keinen Lotsen gibt. Es kann niemand sagen, da sind Strömungen, da ist ein Untiefe, da ist ein gesunkenes Wrack. Wir wissen es alle nicht und der meistgehörte Satz heutzutage ist auch: Ich bin zwar kein Virologe, aber lasst bitte übrig an den Virologen und den Drosten und Leuten, die sich auskennen, und habt Geduld und Weisheit und bleibt gesund. Oh, ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Ines. Sehr gerne. Ganz, ganz liebe Grüße und ja, bleibt gesund und viel Erfolg. Vielen Dank. Dankeschön. Gerne. Und tschüss. Tschüss. Tot ziens. Tot ziens. Tag. Tag.